Etwa 80% aller Entscheidungen in der Gesellschaft haben einen Raumbezug. Geoinformatik versteht sich als Hilfsmittel für Entscheidungen der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Geoinformatik ist die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Informationen über unsere Erde beschäftigt. Die Geoinformatik wird eingesetzt in vielen Feldern, von der Navigation, im Umweltschutz, von Versicherungsunternehmen und vielen anderen Bereichen, die Informationen über die Erde benötigen. Sie verwendet Werkzeuge aus der Informatik und ist damit das Bindeglied zwischen den virtuellen Welten im Computer und der realen Welt, so wie wir sie erleben. Dabei setzen wir auch Methoden der Fernerkundung, also Informationen von Satelliten und Luftbildern ein, um den Zustand unserer Erde genauer, besser und aktueller beschreiben zu können. Zu den Studieninhalten gehören Fernerkundung und digitale Bildverarbeitung, Geoinformationssysteme, Computerkartografie, Datenbanken und Programmierung. Und GPS. Links oder rechts? Rechts. Wir Geoinformatikstudenten an der Universität Osnabrück werden aktiv an innovative Forschungsprojekte mit einbezogen und können daran mitarbeiten. Zum Beispiel lässt sich mit Hilfe von GPS die aktuelle Position im Raum bestimmen. Die GPS-Technologie wird dabei in vielen Geoinformatikprojekten verwendet. Das Institut für Geoinformatik und Fernerkundung liegt direkt am Campus der Universität Osnabrück, am Wesselberg. Aus der City fahren zwei Buslinien zum Campusgelände. Wir haben den Vorteil von kleinen Studiengruppen, tollen Seminarräumen, die besonders modern ausgestattet sind. Das Institut für Geoinformatik und Fernerkundung ist Veranstalter und Mitausrichter vieler internationaler Konferenzen. Dadurch besteht für Studenten die Möglichkeit, eigene Vorträge zu halten und an den Konferenzen aktiv mitzuwirken. Die gut ausgestattete Bibliothek und die Mensa befinden sich in direkter Nähe zum Institut. Wir haben eine intensive Betreuung und im Fach Geoinformatik ist an der Universität Osnabrück der Abschluss im Bachelor und im Master möglich. Geoinformatiker haben über Jahre hinaus ausgezeichnete Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Laut der Zeitschrift Nature gehört Geoinformatik neben Nanotechnologie und Biotechnologie zu den drei Schlüsseltechnologien des Jahrtausends. Arbeitsangebote gibt es zuhauf in unterschiedlichen Bereichen, sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft. Zudem herrscht ein Mangel an Geoinformatik-Fachkräften. Studenten erhalten oft schon während des Studiums Angebote. Geoinformatik in Osnabrück, deine Chance!